Willkommen zu «Fäusi Federal». Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Journalistenzimmer im Bundeshaus. Mein Gast ist Vanessa Möri, Präsidentin vom Energieclub. Und Energie war ein riesiges Thema in der Herbstsession. Mit ihr schauen wir einerseits auf die Volksinitiative, die ihr Verein gestartet hat, glaube ich, so vor einem Monat ungefähr. Ziemlich genau, ja. Und dann auf die Energiesession, wie man sie schon nennt, in der Herbstsession, was in diesem Thema läuft. Willkommen, dass du da bist. Es ist morgen um 9 Uhr, darum trinken wir Kaffee. Also für alle die, die reklamieren wollen, dass man kein Weisswein trinkt. Das ist also, es ist auch für mich und für uns ein bisschen früher am Morgen für. Aber ein anderes Mal nehmen wir dann gerne ein Glas Wein. Gut. Ja, ihr seid gestartet, mit der Volksinitiative, der sogenannten Blackout-Initiative. Ihr wollt das Blackout verhindern mit dieser Initiative. Läuft's gut? Kommen da Unterschriften rein? Was sind die ersten Erfahrungen? Ja, wir haben sehr positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung, seit wir die Initiative lanciert haben. Das war ja ein recht langer Weg, bis wir das jetzt offiziell lancieren konnten. Über anderthalb Jahre waren wir dran, den Initiativtext auszuarbeiten. Zum einen auch, weil wir ein bisschen, ja, probiert haben zu schauen, was können wir reinnehmen. Unser Ziel ist, die Stromversorgungssicherheit zu gewährleisten und das Klimaziel können vereinbaren mit dem. Weil man ja grundsätzlich muss sehen, dass Energie Politik auch eine Klimapolitik ist. Und wir haben so ein bisschen probiert, diese Sachen zu vereinen. Wir haben dann zwei Punkte in der Verfassung mit unseren Initiativen, die wir regeln wollen. Das ist zum einen die Stromversorgungssicherheit, dass die Verantwortung von dem beim Bund liegt. Jetzt ist es ja aktuell ein bisschen so, dass jeder den schwarzen Peter einem zuschiebt, genau. Der Bundesrat, der Stromkonzern und umgekehrt. Und wir wollen eigentlich mit dieser Initiative klar geregelt haben, dass der Bund die Verantwortung trägt. Mhm. Wie näher das klar regelt, das lassen wir relativ offen mit der Initiative. Da wären wir natürlich auch bereit, irgendwie mitzuhelfen bei der Organisation. Und der zweite und der wichtigste Punkt natürlich. Der Klimateil. Genau, der Klimateil ist, dass wir sagen, wir wollen das Technologieverbot, also das faktische Technologieverbot, streichen, indem wir sagen, dass jede Technologie, die klima- und umweltschonend ist, die zu einer sicheren Stromversorgung beitragen gewährleistet ist, respektive möglich ist, zum Umsetzen. Dort geht es euch wesentlich um Atomkraftwerke, oder? Weil ihr sagt, das ist eine klimaneutrale Technologie, die heute eben in dem berühmten Energiegesetz Artikel 10, glaube ich, verboten ist, weil drin steht, keine neuen Atomkraftwerke. Verstehe ich das richtig? Also es ist ein Teil unserer Initiative, das ist richtig. Wir wollen ja, dass Bandenergie zur Stromversorgungssicherheit beitragen kann. Und das funktioniert im Zusammenhang mit der Klimapolitik nur mit Kernkraftwerken. Das ist richtig. Aber wir lassen es relativ offen. Wir sagen, es soll jede Technologie, die eben das Schema oder die Kriterien erfüllt, zugelassen sein. Weil wir brauchen einen Strommix. Es kann nicht sein, dass entweder oder Diskussion ist. Und das ist auch das, was wir in der heutigen Diskussion immer ein bisschen merken, dass einfach eine Technologie der anderen ausgespielt wird. Man kann nicht eine seriöse Diskussion führen, dass man beides könnte in Betracht ziehen. Die Solarbefürworter sagen einfach kontrahent Nein zu Kernenergie und umgekehrt. Das heisst, ihr sagt nicht Nein zu Solarenergie und Windkraftwerk oder so? Wir sagen nicht per se Nein gegen die Technologien. Wir sagen einfach, es funktioniert nicht so, wie sich die das vorstellen, die Grünen, dass man mit erneuerbaren Energien den wegfallenden Teil der Kernenergie ersetzen kann. Mhm. Und das ist das wesentliche Problem und die Ideologie, die sie auch immer noch verfolgen. Das hat man auch heute, also in der letzten Woche in der Session gesehen. Sie wollen mit Ach und Krach versuchen, die Erneuerbaren auszubauen, für die Winterstromlücken können zu füllen. Und das funktioniert einfach nicht. Deutschland zeigt das aus Parade. Beispiel. Die Grünen kommen dann immer mit einer Potenzialstudie, oder, wo sagt, ich glaube 29 Terawattstunden könnte man mit Windenergie in der Schweiz machen. Ja, das ist viel. Also, zum ein bisschen einordnen, man sagt, Stromlücken sind so 20, 35, ungefähr 50, vielleicht auch 60 Terawattstunden. Mhm. Das wäre immerhin, das hat man schon mehr als die Hälfte oder die Hälfte. Ja, das ist eben ein kleines Problem, wenn man die Studie genau anschaut, wo das Potenzial ausschöpft, wo dass die Windräder stehen sollten. Das sind zum einen viel in Naturschutzgebieten. Und das funktioniert einfach nicht. Das ist eine Illusion zu glauben, dass Flatterstrom, der ja wetterabhängig ist, eine Grundlast kann beitragen für die Winterversorgung. Das funktioniert nicht. Man sieht ja das in Deutschland. Deutschland ist für uns ein Paradebeispiel und ein Argument dafür, wo man sieht, dass
allein nur die Erneuerbaren nicht zu einer sicheren Stromversorgung beitragen. Mhm. Und es braucht ein Backup. Mhm. Man sieht in Deutschland, dass Gaskraftwerk oder eben Kohlekraftwerk im Winter das Backup ist, für die Erneuerbaren können auszugleichen. Und ob das klimafreundlich ist mit dem Ziel, das wir ja 2050 erreichen wollen, netto null zu sein. Also das Ziel unterstützt ihr auch? Ja, absolut. Absolut. Ihr sagt einfach, es ist nur mit Kernkraft eigentlich zu erreichen. Ja. Weil das die, ja. In der aktuellen Technologie, die auf dem Markt besteht. Ja, genau. Also, das lassen wir ja auch offen. Das, die Forschung geht ja weiter. Genau, es gibt immer wieder Neues. Ja. Genau. Jetzt sagt Frau Trede, glaube ich, was ist es gewesen, am Montag im Blick. Ja, also die Lücken, die wir immer reden, das sind nur eine Effizienzlücke. Also wir können einfach sparen, wir können die Häuser besser isolieren, wir können, ja, und dann sind die Lücken gar nicht rum. Also Effizienzlücke ist es ganz sicher nicht, das ist eine Produktionslücke. Man kann sicher mit der Effizienz ein bisschen den Stromverbrauch senken, mit effizienteren Geräten, absolut. Aber man ist sich bei dieser Argumentationsausmaß vom Stromverbrauch, den wir brauchen im Internet, bewusst. Und das ist auch häufig das Problem bei den Strategien, die sie verfolgen, oder bei den Lösungen, dass einfach das Ausmaß nicht funktioniert. Beispielsweise das Solar, also Gondo Solar, das Projekt, basiert aktuell auf Vorstellungen, das Projekt umzusetzen. Wir haben ja noch kein vergleichbares Projekt umgesetzt. Die Wetterstation, um können beurteilen, wie viel Energie das der wirklich produziert, haben sie erst gerade vor kurzem installiert. Also wie sie auf die 18 Megawatt, glaube ich, kommen oder die 24.000 Kilowattstunden. Ich muss dann auch schnell nachschauen, bin ich mir nicht ganz sicher, weil sie können ja gar nicht beurteilen, wetterabhängig, wie viel Strom kann etwas produzieren und wie viel nicht. Und das ist das grosse Problem bei dieser ganzen Lösungsorientierung, die sie haben, dass man einfach das Gefühl hat, dass man die Menge, die man Winterstrom braucht, mit Erneuerbaren kann ersetzen. Jetzt haben wir vielleicht diesen Winter schon eine Strommangellage. Es gibt auch Leute, die sagen, es wird nicht so schlimm, aber es werde dann schlimm so 2025. Auch weil die Importkapazitäten dann vielleicht aus der EU kleiner sind, wegen Regulierung, nicht wegen Leitungen, aber weil die EU das nicht will. Mhm. Und so weiter. Ich meine, es könnte sein, dass die Vorschläge, die ihr habt, einfach zu spät kommen, weil wir das Problem schon in 2-3 Jahren haben, oder? Also unsere Initiative tut nichts zur Veränderung von diesem Winter beitragen, das ist ganz klar, aber wir sagen, Energiepolitik ist eine langfristige Politik. Mhm. Und wir müssen jetzt anfangen, für die langfristige Energiesicherheit etwas zu tun. Und mit dieser Initiative wollen wir das, weil der Stromverbrauch wird nicht abnehmen, der wird zunehmen. Durch die ganze Dekarbonisierung, die ja mit dem Klimaziel umgesetzt werden sollte, brauchen wir einiges mehr Strom. Der Bevölkerungszuwachs, den man auch immer vergisst. Wir brauchen viel, viel mehr Strom. Und darum wollen wir mit unserer Initiative gewährleisten, dass wir mit dem Klima eine sichere Stromversorgung haben. Also das heisst, es geht um das Verhindern von einem Blackout irgendwann 2030, 2035, also so ein bisschen, es ist eine langfristige Sicherung von der Stromversorgung, letztlich, die ihr anstrebt. Das darf man vielleicht nicht verwechseln. Und ich habe auch Medienberichte gelesen, oder, wo genau die drei sagen, ja, das bringt eh nichts. Oder so. Yeah. Es gibt halt wie zwei Phasen irgendwie. Kurzfristig baut man jetzt Ölkraftwerk in Birr, oder? Ich meine, das ist schon noch wahnsinnig. 8 Reserveölkraftwerke, wo irgendwie jeden Tag, ich habe irgendeine Zahl im Kopf, 24.000 Liter Öl in die Luft auflösen. Das ist wahnsinnig. Das ist jenseits. Also man muss sich auch das Ausmaß mal vorstellen, dass ausgerechnet von dieser Politik, die uns letztes Jahr mit dem CO2-Gesetz neue Heizungen mit Öl verbieten wollte, ausgerechnet die kommen jetzt mit einem Vorschlag kurzfristiges Öl, das gemietet ist, für eine Laufzeit von 4 Jahren für 470 Millionen Franken zu machen. Also das ist jenseits. Mhm. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Energiestrategie nicht aufgeht. Sonst müssen wir gar nicht auf solche Lösungen zurückgreifen. Jetzt linksgrün sagt einfach, die Energiestrategie, die würde schon aufgehen. Das sind die Bürgerlichen, die alten Betonköpfe und die Atomkernkraftbefürworter, die verhindert haben, dass wir schon weiter sind. Ja, das höre ich auch immer wieder. Und
Eben, ich muss noch mal ansprechen, wir haben ja ein Winterproblem. Und Ihre Lösung ist, mit Erneuerbaren unseren Winterstromlücken können zu decken, der wegfallende Teil von der Kernenergie und mittels dieser Energiestrategie auf Import zu setzen. Und man sieht jetzt in der aktuellen Lage, dass eben genau das ein Problem ist, wo wir schon seit der Abstimmung sagen, dass wir nicht auf eine Importstrategie setzen sollten, sondern eben auf eigenständigen Strom im Inland können zu produzieren, dass einfach die Menge nicht sichergestellt ist. Mhm. Und die werdet ihr auch nicht mit erneuerbarem Ausbau können decken, weil es einfach Flatterstrom ist. Mhm. In der Nacht produziert Solar keine Energie. Also, auch wenn ihr die ganzen Dächer zu pflastert mit Solarenergie in der Nacht, habt ihr immer noch nur produzierte Kilowattstunden. Jetzt ist die Session gewesen und es ist ja wirklich, man sagt ja schon Energiesession, weil einerseits hat man im National, also in beiden Räten hat man da so einen Zusatzbeschluss zur Gletscherinitiative gebracht, eben wo Gondo Solar, wo du angesprochen hast, drin ist. Das Grängels-Projekt und am Schluss noch ein Staumauer. Und im Ständerat hat man lang, zwei Nachmittag und Abend lang über den Mantlerlass geredet, ganz viel Beschluss. Ich muss wirklich sagen, das, was noch dominiert, immer noch, ist erstens, der Stromverbrauch geht zurück. Das hat der Ständerat wieder bekräftigt in dem Mantlerlass. Und zweitens, wo auch dominiert, eben es langt mit Wind und Solar. Nur einfach ganz viel machen. Wir müssen jetzt ganz viel machen und dann kommt es schon gut. Ja, also ich bin hinten und vorne nicht rausgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, was alles in dieser Session umgesetzt ist worden, in welchem Gesetz oder in welcher Verordnung jetzt was beinhaltet. Es ist ein riesen Durcheinander, wenn die eineinhalb Ruckübung probiert, irgendwie etwas gegen unsere Wintersversorgungslücken können zu machen, wo notabene die aber gar nicht dazu beiträgt, weil die Kraftwerke, die sie auch umsetzen, oder die Projekte frühestens 2024, glaube ich, es nicht würden. Und da sehe ich schon ein bisschen ein Problem, und eben die Diskussion, die ja durch das dann auch in Fach gegangen ist, dass die Punkte, die sie in diesen Verordnungen oder in diesem Gegenvorschlag integriert haben, verfassungswidrig waren. Da hat sie auch eine Beurteilung vom Bundesjustizamt, dass diese Punkte verfassungswidrig waren im Vergleich zum Bundesverfassungsartikel 89. Und ja, es ist, man sieht einfach, dass mittels diesen Umsetzungen, die sie jetzt in der Session gemacht haben, wir in ein Problem werden reinlaufen. Wir haben ein Gespräch gehabt mit dem Chef von der AXPO, mit dem Christoph Brand, wo er, ich glaube, so deutlich wie noch nie gesagt hat, ähnlich wie du auch, wir brauchen grosse Kraftwerke, die Bandenergie liefern. Spätestens so 2035, weil es spätestens dann, wenn wir die AKW müssen ersetzen, oder? Und das ist noch lustig gewesen, weil das da oben ein bisschen eingeschlagen hat wie eine Bombe, weil einfach wirklich bis in die Mitte, wie ich es vorher erwähnt habe, gibt's einfach noch wahnsinnig viele, die sagen, ja, eben, nur Solar und Wind. Und ich habe noch ein bisschen gestaunt, er hat das so zugegeben und so, Politiker machen ja dann trotzdem was. Aber seine Geschichte ist ja, ja, man wird eher Gaskraftwerke brauchen mit CO2-neutralem Gas, also wo, irgendwo, zum Beispiel in Texas, wird mit Sonnenenergie, also mit Sonnenkollektoren Strom hergestellt und mit dem Strom wird Wasser gespalten in den CO2-neutrales Gas, das man kann brauchen. Was haltest du von dieser Technologie? Also ich will die nicht grundsätzlich ausschließen, aber es ist die Infrastruktur, die das vorgeben sollte, ob das bei uns in der Schweiz möglich ist oder nicht. Und wir sehen das jetzt aktuell in dieser Diskussion, ob wir Gaskraftwerke bauen sollten oder nicht, dass echt die Infrastruktur gar nicht vorhanden ist. Wir haben nicht Gasspeicher, um die Kraftwerke betreiben. Und ich sehe auch immer so ein kleines Problem oder habe ein Verständnisproblem, wenn man dann sagt, bei unserer Argumentation, wenn wir auf Atom setzen wollen, ja, wir seien dann vom Ausland abhängig. Aber bei Gas macht ihr das nichts, oder was? Das ist, ja. Die Diskussion stört mich immer ein bisschen. Ich meine, wir wollen ja das Netto-Null-Ziel bis 2050 können erreichen, plus aber auch die Stromversorgungssicherheit können gewährleisten, weil das ist ein wichtiges Gut bei uns in der Schweiz. Und das müssen wir können gewährleisten. Und wir hätten ja Technologien, die das würden ermöglichen. Also, wieso will man Milliarden in Ausbau von Erneuerbaren investieren, wo man doch weiss, dass es nicht funktioniert, vor allem eben im Winter, wenn man Technologien hat, die das würden ermöglichen? Und das ist für mich als einfacher Bürger immer so ein bisschen schwer nachzuvollziehbar, wenn man Technologien hat, die genau die Ziele, die ja die Politik vorgibt, können erreichen, aber dann das konträre Gegenteil macht von dem, was man eigentlich erreichen will. Ja, es ist,
Er sagt halt, ja, in Texas und so. Also, am Schluss sind wir, ich glaube, auch das ist durch da oben noch nicht angekommen. Wir sind bei jeder Technologie ein Stück weit vom Ausland abhängig. Also, absolut. Man muss, gewisse Sachen immer importieren, wir werden dann noch lange müssen Öl importieren. Wir, wenn wir Sonnenkollektoren holen, dann brauchen wir, Kollektoren von China oder Lithium aus Chile oder was auch immer. Also, wenn das Argument verstehe ich halt nicht so genau. Und die Windräder tun wir auch nicht selber zusammen basteln, die Heime. Nein, also man hat in jeder Technologie hat man Vor- und Nachteile, die man muss können gewichten. Aber für eine Bandenergieversorgung können zu gewährleisten, funktioniert einfach Atomenergie wirklich am besten. Und wir brauchen zwar den Uran, können das aber lagern für 3 Jahre. Wir könnten die abbrannten Brennstäbe wieder aufbereiten und hätten so sichergestellt über Jahrhunderte, dass wir genug Stromversorgung hätten. Aber die Argumente lässt man alle aussen vor, weil man einfach per se nicht über Atomenergie reden will. Und das verstehe ich nicht. Wenn man doch die Ziele, die erreichen und den Volksauftrag hat, die Stromversorgungssicherheit zu gewährleisten, dann muss man doch darüber reden, dass alle Technologien, insbesondere Kernenergie, einfach auch wieder zulässig wären. Der Christoph Brand sagt halt einfach, ja, er vermutet, dass Gaskraftwerke weniger Widerstand auslösen als Kernkraftwerke. Aber ja. Was sagst du da? Ja, ich verstehe natürlich, dass er so eine Aussage macht. Ich meine, wir haben im Gesetz einen Artikel, der das verbietet. Man weiss, dass es immer Bewegungen gegen Atomenergie gehabt hat. Aber man weiss auch, die letzten 4 Abstimmungen, wo man den Atomausstieg wollte, umsetzen, ist jedes Mal abgelehnt worden. Die letzte 2016, das Volk hat gesagt, nein, wir steigen nicht aus der Atomenergie raus. Und wir haben dann eigentlich mittels dieser Energiestrategie 2050, die 2011 von der Doris Leuthard eingeleitet wurde, das Ziel erreicht, das schon ein paar Mal probiert wurde, dass wir eben aussteigen. Also man hat so ein Päckchen da. Ja, genau. Oder, dort waren auch verschiedene Punkte drin in dieser Energiestrategie. Ja, also meine, die Initiative muss man schon noch in Erinnerung rufen. Die SP und die Grüne haben wählen 2016, dass man aussteigt aus der Kernenergie. Und das würde bedeuten, ich weiss nie welches, dass man als eins von den beiden grossen, die wir noch haben, Gösgl oder Leibstadt, würde man ab 2024 abstellen und das zweite dann 2026. Und ich meine, die damals dafür gewesen sind, die sind heute froh, dass die Kernkraftwerke noch weiter laufen, weil sie genau wissen, dass wir, dann hat man den Blackout 2024. Oder? Absolut einverstanden. Und durch die ganze Energiestrategie hat man natürlich auch ein bisschen Angst geschürt in der Bevölkerung, die dazu geführt hat, dass das Thema Kernenergie jetzt ein bisschen, umstritten ist, sage ich jetzt einmal. Aber das ist halt einfach mit der Angstmacherei passiert. Und unsere Aufgabe, oder die Aufgabe, die ich in meinem Engagement sehe, ist, die Bevölkerung zu informieren, dass das alles nicht stimmt. Ich meine, wir haben für alles oder für jedes Argument, das von der Gegenseite kommt, ein Argument, um das zu widerlegen, dass es nicht stimmt. Und Deutschland beispielsweise, die haben ja jetzt auch verlängert die Laufzeit von der Kernenergie. Streckbetrieb, grossartig. Genau. Weil sie halt eben einfach sehen, dass es ohne nicht funktioniert. Ja. Und trotzdem ist einfach immer noch in der Diskussion Kernenergie so verteufelt. Ja. Gut, die Deutschen sagen ja, wir tun es dann abstellen. Einfach statt im Ende Jahr, tun wir es abstellen nächsten Frühling oder so. Ja, aber das ist doch einfach, also ich meine, um eine Winterlücke zu versorgen, ist Kernenergie genug gut und nachher will man dann aussteigen und dann kommt man nächstes Jahr ins Problem hinein. Also, und du stattdessen Kohlekraftwerke anstellen oder betreiben, die massive CO2-Emissionen hat, aber das spielt ja keine Rolle. Ist nicht auch, du hast vorher die Langfristigkeit angesprochen, das ist mir immer klarer geworden, auch beim Gespräch beim Christoph Brand, auch im Gespräch da oben, dass natürlich die Investitionen sind so riesig und auf so viele Jahrzehnte, also eben Investitionen in ein Wasserkraftwerk, auch in ein Atomkraftwerk, auch in ein Gaskraftwerk, das ist so 50, 60, vielleicht sogar 80 Jahre, wo man das vorausmacht. Und die Strompreise schwanken so enorm. Wir haben das mitbekommen. Bei der Axpo hat es plötzlich einen Rettungsschirm gebraucht. Ich meine, und Christoph Brand sagt, das Problem ist, die Rahmenbedingungen stimmen nicht, dass wir wirklich können so langfristige Investitionen machen. Und ist nicht das ein Problem? Also, dass viele Stromfirmen drum vielleicht eher in hochsubventionierte Windparks irgendwo in Norwegen oder in der Bretagne investieren und nicht in der Schweiz in Bandenergie, oder? Das kann schon auch ein Grund sein. Ich sehe halt das Problem bei dieser Subventionierung, wenn er sagt, er könne nicht in Kernenergie investieren, ist schon gesetzesbedingt aktuelles Problem, das er nicht kann.
Und dass die Rahmenbedingungen bei uns anders sind als im Ausland, das ist klar. Wir haben ja höhere Bedingungen generell, das ist in der Schweiz bekannt, weder das Ausland. Aber eigentlich sollte das Interesse gerade aus Bund da sein, dass wir die Stromversorgung in der Schweiz gewährleisten können. Und wenn man ins Ausland investiert, tut man mit dem nicht dazu beitragen, dass unsere Stromversorgung in der Schweiz gewährleistet ist. Weil der Strom in Spanien, den sie produzieren, kann nicht bis dahin transferiert werden. Und darum sollte meiner Meinung nach die oberste Priorität haben, die Rahmenbewegungen so zu konzipieren, dass sie stimmen und dass wir in der Schweiz investieren können. Jetzt eure Initiative, du hast es vorhin gesagt, sieht eigentlich eine stärkere Rolle vom Bund vor. Dass der Bund wie für das halt Verantwortung trägt. Das habe ich nachher das Gefühl, so in dieser Phase, wo man das Gefühl hat, ja, der freie Markt regelt das mit der Energie. Ja. Ist eben natürlich dabei, weil man gemerkt hat, dass das, die langfristigen Investitionen macht in der Schweiz nicht. Oder? Das macht man zu wenig, oder? Nein, und darum sehen wir ja auch, Notwendigkeit, dass der Bund das regelt. Wie ich es zu Beginn gesagt habe, der Stromverbrauch oder das gute Strom, Elektrizität haben, ist so ein wichtiger Punkt in unserer Schweiz. Da hängt die ganze Wirtschaft dran. Alles funktioniert mit Strom. Und da ist meiner Ansicht nach zwingend dringend notwendig, dass der Bund die Verantwortung antreibt, dass wir jederzeit über Strom haben. Du hast gesagt, ihr würdet dann mitschaffen. Und das nehme ich jetzt noch ein bisschen Wunder. Wie denn das könnte sein? Also ist das irgendwie, also hat auch so beim Ständerat so Ideen gegeben, also dass der Bund zum Beispiel Sachen ausschreibt, Produktion ausschreibt und dann könnte die sich bewerben und der, das am günstigsten, die x Terawattstunden herstellt und dazu schlagen. Oder ist das der Bund, der dann plant, da ein Gaskraftwerk in den Bodensee? Oder, ja, wie sehen wir, wenn es das Ding jetzt die Daten wird und dann, ja, wie würdest du das auch machen? Also ich glaube, wir sollten sicher noch den Aspekt berücksichtigen, dass die Stromkonzerne auch dürfen können mitreden bei dem Ganzen, wie man es organisiert, dass man die Stromversorgungssicherheit gewährleisten kann. Wir haben auch ein paar Ideen gehabt, dass man sagt, dass es ein Service Public geben sollte, eigentlich über den SBBD, wo der Strom, Strom produziert. Aber eben, wir wollen uns da nicht fest in der Richtung einschlagen, weil wir das wirklich komplett offen wollen, was für Ideen könnten umgesetzt werden und wie Ziele können umsetzen. Ein bisschen kommt mir der Wind Sinn. Also bis 2009 haben wir ja noch keine Liberalisierung gehabt im Strommarkt. Und ich habe das Gefühl, vielleicht, das tut mir zwar als Liberal ein bisschen weh, aber vielleicht haben wir einen Fehler gemacht, oder? Indem wir gesagt haben, ja, machen wir mal und dann wieder mit dem Markt liberalisieren und es kommt dann schon gut. Irgendwie haben wir jetzt bald 15 Jahre sind wir in eine falsche Richtung gelaufen. Ja, also ich meine, grundsätzlich spricht für vieles dafür, dass man den Strommarkt liberalisiert und dass man die freie Marktwirtschaft laufen lässt. Aber eben in dem Aspekt, wo es ein so ein komplexes Thema ist, wo es so viel daran hängt und wo es so wichtig ist, dass die Grundlast und die Stromproduktion immer gewährleistet sein kann, sollte die Verantwortung wirklich jemandem liegen, der die Kontrolle auch hat, wo kann mitwirken, wo kann mitregeln, dass genau die Ziele können umgesetzt werden, wie es die Schweiz braucht. Und da finde ich, muss es eigentlich eine klare Verantwortung geben, dass jemand Ansprechpartner ist für die Projekte nutzen. Ihr sammelt für die Initiative, wir sagen, ihr habt natürlich anderthalb Jahre Zeit, wenn ihr eigentlich über ihn zum Beispiel, also wisst ihr das schon, oder ja, wenn irgendwo durch ein Thema drängt, oder? Ich meine, ja. Ich könnte anderthalb Jahre warten, ja, wenn sie muss, ja. Aber. Ja, nein, also ich habe mal grosse Ziele gesetzt und gesagt, wir wollen das nächste Jahr erreichen. Ich bin auch optimistisch, dass wir das Ziel erreichen können. Wir merken beim Sammeln der Bevölkerung, dass es ein Thema ist. Es ist ein Anliegen. Und wir wollen ja genau das erreichen, dass wir mit unseren Initiativen die Diskussion mit der Bevölkerung führen und ihnen die Argumente aufzeigen, wo wir überzeugt sind, dass das die richtige Strategie wäre, wenn wir das so umsetzen können. Ich habe das Gefühl, dass der Winter sicher ein Beitrag dazu leisten kann, dass wir das Ziel erreichen können. Das werden wir sehen. Aber wenn natürlich Verordnungen kommen vom Bund oder Sparmaßnahmenpläne, wo man nur noch in 19 oder 20 Grad heizen darf, so in der Dusche zum Beispiel, habe ich das Gefühl, dass das in der Bevölkerung nochmal auf den Arsch wird gehen. Ja, dann werden wir die Initiative erst so erreichen. Und dann, ich meine, wichtig wäre, dass wir vielleicht den direkten Weg zum Gegenvorschlag oder so
finden, oder was würde euch lernen? Also was müssen wir machen, eurer Meinung nach? Das Technologieverbot aufheben. Ja. Und die Verantwortung beim Bund klar drin haben. Mhm. Das sind eigentlich die zwei wichtigsten Punkte. Ich meine, unsere Initiative ist nicht umfangreich. Sie lässt da relativ viel Spielraum offen. Mhm. Und jetzt für diese zwei Punkte müssen wir zwingend drin können umsetzen. Und wenn wir das mit einem direkten Vorschlag machen, umso besser. Mhm. Es ist einfach am Samstag ist das Interview mit der Simonetta Sommaruga, wo sie einfach erzählt, sie würde jetzt mehr Tee trinken in ihrem Büro. Mhm. Ich muss einfach sagen, dass wir lange auf dem Niveau Tee trinken diskutiert. Die grossen Fragen bleiben dann einfach am Boden liegen. Also, ja. Können wir gar nicht auf den Tisch. Es ist irgendwie so ein bisschen um den Tisch kehren, das Problem. Und so ein bisschen verharmlosen, habe ich manchmal das Gefühl. Es ist ja beim Sparmaßnahmenplan, hat man eigentlich gesagt, ja, eigentlich können wir ja mit in den Winterstrom lücken und eigentlich brauchen wir den Sparmaßnahmenplan gar nicht. Aber wir wollen die Bevölkerung gleich sensibilisieren. Und es ist auch die Widersprüchlichkeit in der ganzen Thematik, die man immer wieder sieht, dass eigentlich nicht zu Ende gedacht ist. Man kann nicht die Bevölkerung sensibilisieren mit Sparmaßnahmenplänen, die Konsequenzen haben für viele. Und dann gleichzeitig sagen, ja, eigentlich haben wir das Problem gar nicht. Das ist ja auch nicht gefragt worden, habe ich jetzt gerade gelesen, vor allem in zwei Tagen. In der Statistik sieht man keine Wirkung von dieser Millionenkampagne. Ja, das geht natürlich einen ganzen Winter, bis man auch effektive Zahlen kann daraus herauslesen kann, ob die Bevölkerung sich diesen Sparmaßnahmenplänen angetan hat und ob sie das umgesetzt haben oder nicht. Aber ich meine, ich sehe es bei uns in der Branche. Wir haben jetzt die Warmheizungen auf 20 Grad Minimum per se eingestellt. Es ist kein Tag vergangen, eine von allen Leuten das Telefon kann, das geht gar nicht. Sie sind viel zu kalt, wir müssen die Heizungen umsetzen. Eure Initiative wird von wem noch getragen? Also außer vom Energieclub und wir. Merkst du, dass vielleicht mehr auch Politiker auf euch zukommen oder wie reagieren Politiker da oben auf eure Sorgen? Also wir haben bei uns im Komitee ein dreifaches Komitee können aufstellen. Wir haben die SVP vertreten, die FDP, die SP, den Ständerat, also die Mitte, SP und dann auch Wirtschaftsverbände, die bei uns drin haben. Und jetzt per se Parteien haben wir natürlich in der FDP, wo immer noch ein gespalten ist, aber gleich auch erst für Kernenergie ausspricht und das SVP sowieso ganz klar so kommuniziert. Und bei den Linken und bei den Grünen ist es klar. Also dort kann ich vehemente Oppositionen gegen unsere Initiativen. Aber nur schon das Bekenntnis, wir brauchen die Bandenergie im Winter. Oder nur schon das wäre also das wäre ein riesen Erfolg, weil dann vieles nicht mehr möglich ist, was jetzt gerade in den letzten drei Wochen da beschlossen worden ist. Und ich meine, ich sage das immer, das wäre schon ein riesen Durchbruch. Ja. Da oben glaubt man das immer noch nicht, oder? Ja. Eigentlich haben wir immer noch das Gefühl, dass der Flatterstrom unsere Windlücke kann sicherstellen. Und das ist das Problem in der Diskussion. Solange die Erkenntnis nicht da ist, dass es physikalisch nicht funktioniert, die Umsetzung, so wie sich das vorstellen, werden wir die Diskussion immer führen, entweder oder. Und das ist das, was wir eigentlich erreichen, dass man wieder über einen Strommix redet und auch für eine Bandenergie liefern. Und ich habe so viele Diskussionen, wo, wie ich es zu Beginn gesagt habe, einfach entweder oder diskutiert wird. Und das finde ich falsch. Es geht in eine falsche Richtung. Wir müssen, so wie wir es hatten, wir haben einen Superstrommix gehabt. Wir haben fast 60% Wasserkraft gehabt. 40-50% Kernenergie und den Rest erneuerbar. Ja. Natürlich gibt es einen Zubau von erneuerbar, das können wir aber stoppen. Aber nicht in dem Ausmaß, wie jetzt die Projektierungen vonstatten gehen, wie bei Let's Grindos oder Condosolar. Und wir brauchen mehr Strom, oder? Wir werden gerade über die Dekarbonisierung vom Verkehr denken, wir werden viel mehr Strom brauchen und nicht 13% weniger, wie der Ständerat wieder bekräftigt hat, 2035. Das ist das ist auch dort, oder wenn schon die Ausgangslage komisch abgeschaut wird, oder an den Fakten vorbei. Ja. Und man kann das in das Gesetz hinschreiben, 13% weniger Strom verbrauchen, aber ob es dann so kommt, die Realität hat sich nicht an Gesetz. Nein, also es ist schon ja eine Strategie, dass man den Stromverbrauch senken soll, das funktioniert nicht. Also, unsere Initiative kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt für genau jetzt ist es wichtig, dass wir das lanciert haben. Und ich bin wirklich optimistisch, dass wir das Ziel werden können erreichen und die Umsetzungen so können stattfinden, nur dass wir dann wieder über das Thema diskutieren können.
Vanessa Mürk, merci vielmals für den Besuch. Ich bin gespannt. Wir schauen dann nächstes Jahr, wenn wir einreichen. Und die Diskussion werden wir sicher weiterführen und auf ein anderes Mal wieder bei Freuse Federal. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann drückt auf den Daumen unten dran, abonniert den Kanal abonnieren und auf das Glöckchen drücken, damit ihr keine Sendung verpasst. Und dann, wenn wir im Bundeshaus über die aktuellen Themen reden, direkt zu euch in die Stube. Merci fürs Zuschauen und eine gute Zeit.